Hallo und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, Freunde. Warum ich flüstere? Ich bin nicht in meiner Wohnung. Und das Monster schläft noch. Welches Monster? Das Monster, das mich bis 7.30 Uhr wachgehalten hat. Und immer noch wachhalten würde, wenn ich mich nicht irgendwann ins Bett gelegt und schlafend gestellt hätte. Aber jetzt nehme ich mutig ein Video für euch auf. Und warum? Es gab ein Gewinnspiel. Es gab mein letztes Freiexemplar von Choices, die Besessenen zu gewinnen. Teilgenommen haben eine ganze Reihe von Leute, 20 Stück, 21 Stück am Ende. Ich danke euch allen für eure Teilnahme. Und ich lose jetzt hier in diesem Video aus, wer der Gewinner ist. Gut. Alle, die gereblockt haben, sind in dieser Mütze. Und ich ziehe jetzt einen Namen und zeige ihn euch, das ist der Gewinner. Und ziehe ich noch einen für mich, für den Fall, dass der Gewinner das Buch nicht haben will. Warum auch immer. Ihr müsst ja eure Adresse angeben und vielleicht will das ja irgendwer nicht. Gut, also, habe ich einen Zettel. Ich lasse ihn los und nehme noch einmal einen anderen. Ich ziehe, das ist die Messe, ich schaue nicht rein. Es sind noch eine ganze Menge Namen drin hier, ganz viele Zettel. Und das ist der Gewinner. Der Gewinner ist, ich habe ihn hier aus der Messe, und der Gewinner ist Chibo. So. Chibo. Okay. Jetzt gucke ich nochmal für mich, wer der zweite Gewinner wäre. Aber das sage ich ja nicht, weil das wäre ja frustrierend für den zweiten Gewinner. Okay. Wenn Chibo das Buch nicht will, habe ich einen zweiten Gewinner. Alles klar. Wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr macht das Beste draus, nutzt eure Chancen. Es gibt jeden Tag neue Chancen. Und ich bin eine helle Lichtgestalt, zumindest zur Hälfte. Wie dem auch sei, ich wünsche euch das Allerbeste und am Ende bleibt mir nur zu sagen, ich liebe euch, jeden Einzelnen von euch. Bis zum nächsten Mal.